Hallo, mein Name ist Frank McDonald, alias der Schotte, und willkommen zu Unleashed, Folge 41. Haha. So, dann wollen wir mal hier mit meiner Bratpfanne weitermachen, die sich da schimpft, der Schotte. Und ja, ich hätte gerne Auto-Repair auf meiner Pfanne. Und Auto-Repair kriege ich ja nur durch diese Mosey Stones hier. Und die auch wiederum nur, wenn ich hier das auf die Art und Weise zusammensetze. Mit Cobblestone, Wheat und Wasser. Dann brauche ich dann 9 Stück davon. Und wenn ich diese 9 Stück dann hier zusammen habe, dann kann ich mir daraus einen sogenannten Moosball zimmern. Und dieser Moosball, der hat natürlich dann die Auto-Repair-Funktion drauf. Und ja, das ist eigentlich bei solch einem Ding gar nicht mal verkehrt. Oder wie seht ihr das? Jo, sehe ich genauso. Auch wenn ich jetzt gerade im Moment noch nicht eure Kommentare lesen kann. Ich brauche jetzt noch, wie viel? 3. Also mit dem da sind es dann jetzt nur noch 2. Und dann hier 1. Und nein, da fehlt noch ein bisschen Wasser an der Stelle. Hier so, zack. Und das dann hier und da, zack. Und jetzt habe ich die zusammen. Und jetzt kann ich damit praktisch diesen Moosball herstellen. So. Den brauche ich natürlich. Und was brauche ich noch? Nix. Spaß an der Freude. Das brauche ich noch. So, die können wir wieder dahin packen. Das Obsidian packe ich dahin. Das habe ich, das habe ich, das habe ich. Perfekt. So. Gehen wir doch mal ein Stückchen nach oben. Und tun mal das Zeug, was wir jetzt mittlerweile schon wieder so einstecken haben. Dann mal hier auf die einzelnen Fächer verteilen, wo es auch hingehört. Das kommt zum Beispiel dahin. Und jetzt gehe ich mal hier hinten an den Table. Die Pfanne da rein und hier einmal den Moosball drauf. Mit einem Moosball, wie gesagt, gibt es Auto-Repair. Und dann packe ich hier noch einen Emerald drauf. Mit dem Emerald habe ich dann noch 50% mehr Durability. Und wenn ich jetzt hier nochmal Gold und Diamant oben drauf packe, habe ich nochmal einen weiteren Modifier. Und jetzt packe ich hier noch Smite. Einmal und zweimal, drei. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viel muss ich da drauf ballern? 32. Ah, da haben wir es doch schon. Genau, so, jetzt sind wir bei 3,5 und das heißt, ich kriege die Sachen hier auch noch voll. Wenn ich bei 4 bin, bin ich zufrieden. Das dauert aber anscheinend an der Stelle noch ein kleines bisschen und dieses wunderschöne Geräusch, was wir hier jetzt, da sind wir, 42, quink. Super Sache, das freut mich natürlich. Ich habe sogar, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, noch einen Modifier frei. Oder? Hab ich nicht? Moment. Auto Repair, Durability, Sharpness. Müsste eigentlich noch einer frei sein. Ich hol mal ein bisschen Lapis. La 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 la. In seiner reinsten... Ich hatte ja schon gesagt, ich sollte aufhören. Okay, lassen wir es. So, meine Lieben. Und, nein, da will ich nicht hin, aber da will ich hin. Und der Zombie hier draußen, der scheint irgendwie das Bedürfnis haben, mitwirken. Ja. So, Lapis war ja, wenn mich nicht alles täuscht, Lack. Und Lack war zuständig für gucken.
Ich habe es nämlich jetzt ehrlich gesagt wieder komplett vergessen, für was Lapis zuständig war. Crusting Lapis on tools is a gift to the god of luck. Da hinten ist er gelaufen, der Zombie. Added fortune or looting depend on tool type. Increase level of the maximum threshold, but has a chance to increase before some times. And extra luck to the tool. It's not compatible with Silky. Ja, bringt mir Lackwasser auf eine Pfanne? Egal, ausprobieren, Pau, draufpacken, Spaß haben. So, aber da ich ja jetzt hier mit 64 nicht wirklich weit komme, nehme ich hier mal einiges an Lapis aus meinem AE. Und 1, 2, 3 und das kann ich wieder reinpacken, das und das hebe ich mir noch auf. Aber das kann auf jeden Fall rein. Und jetzt baue ich mir hier mal ein paar Lapis-Blöcke. Muss mal gucken, ob das jetzt 4 waren oder ob das, ja, das waren 4. Und zack. Und dann hier zack. Wenn schon, denn schon. Und da. Und jetzt hier 28 und 4 passt. So, die Seeds packe ich natürlich oben in den Squeezer rein, damit ich Seed Oil habe. Das kann ich jetzt eigentlich gerade mal so nebenbei erledigen. Komm, lass mich mal da hoch. Da will ich hin. Jo, Ruhe da im Hintergrund. So, das da rein. Und sieht das schön aus. Dann mal hier Lack drauf geschmissen und dann mal geguckt, ob das überhaupt irgendwas bringt. Ich sehe es unheimlich schwer mit diesem dunklen Blau. Da steht jetzt, glaube ich, irgendwas von 18 oder so. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall werde ich hier mal so einiges an Lapis da drauf ballern. Und bin mal gespannt, ob das, was dann da drauf ist, auch drauf was bringt. Wie viel haben wir da jetzt? 135? Ui, das ist eine echt gute Frage, ob das was bringt. Ich habe keine Ahnung, weil da steht immer noch Luck und Looting 1. Mhm. Okay. 171. Looting 1. Der Enderman hat auch schon die Schnauze voll von dem ganzen Geklapper hier. Hauen wir mal das restliche Lapis da drauf. Ich habe ja einiges in der Kiste. Und was haben wir da jetzt? 202. Warum sehe ich das jetzt besser? Das finde ich jetzt ein Witz. Warum sehe ich das jetzt besser, anstatt eben? Eben habe ich mir die Augen verdreht, dass ich was sehe. 253, 254, 255, 256 und gib ihm Schlag mich tot. So, jetzt wollen wir noch mal gucken, ob das irgendwas gebracht hat. Mit dieser Bratpfanne da vor der Tür. In der Hand. Da ist er. Enderman! Herkommen! Quink! Und. Ja. Ich habe eine Enderpearl und einen Zombie in Doppelpack plus irgendwo ist ein Skelett da dabei. Ja, in dieser Richtung schießt es auf mich, aber das ist uninteressant. Sag mal, macht ihr da ein Smalltalk oder was macht ihr da oben? Hey du, versuch den doch mal da unten ein wenig abzuschießen. Der stört mich da. Wenn du das nicht hinkriegst, muss ich das alles selber machen. Super Angelegenheit. Ich meine, ich hätte ja echt nicht mehr gelacht, was das angeht, aber Enderman plus Skelett auf meinem Dach ist eine ziemlich merkwürdige Kombination. Ah, da hinten war ein Endertot. Witzig. So. Dir haben wir es jetzt gegeben. Hat sich da noch irgendwas abgelagert außer Pfeile? Nein. Super, dann gehen wir mal kurz rüber, gucken. Auf jeden Fall, so gefällt mir das Ganze, wie ich das hier gesehen habe. Ach so, ja. Es regnet ja.
Und von daher sehe ich ja, wie die Endermans und Endertots sich hier scharenweise entfernen, weil die mögen ja absolut keinen Regen. Ja, wer sich wundert, warum ihr keinen Regen hört, ganz einfach. Das hat mir der Marcel, also der Dark Dance, hat mir das erzählt. Und zwar, wenn ihr unter Optionen in den Video-Settings hier die Particles auf Minimal setzt, dann hört auch der Regensound auf. Muss ich ganz ehrlich gestehen, wusste ich bis dato nicht. War mir komplett neu und war echt sehr überrascht, als ich das gehört hatte. Und ja, machen wir doch nochmal ein bisschen die Hütte sauber. Wie wär's? Ich habe vor, mich hier ein wenig auszudehnen und auszubreiten und werde mein komplettes AE-System nicht hier aufbauen, sondern wo bauen wir es auf? Also die Engines und so weiter verschwinden auf jeden Fall da hinten aus der Ecke raus. Die verschwinden in die Tiefe. Da muss ich noch ein bisschen was dafür tun. Aber hier will ich auf jeden Fall noch ein paar Tanks reinstellen. Also Seed Oils und Honey und Öl und Fuel und hast du nicht gesehen. Und ja, und überhaupt und deswegen und genau das habe ich jetzt in den nächsten Stunden, Wochen, Tagen, Monate, Ende des Jahres, keine Ahnung, irgendwie noch vor. Damit das Ganze hier echt mal so langsam, aber sicher anfängt, mal gut auszusehen, weil es funktioniert zwar, aber schön ist was anderes. Ganz ehrlich, ich bin von mir eigentlich was anderes gewohnt, was das angeht. Also normalerweise sieht das bei mir eigentlich immer ein wenig ästhetisch aus. Und nicht so. Aber gut. Fangen wir mal damit an. Ich meine, gibt nichts Schöneres, als zuzusehen, wie andere arbeiten. Aber hier im Singleplayer ist das leider nicht machbar. Das heißt, da muss ich selber Hand anlegen. Und von daher buddeln wir uns doch hier mal die ganzen Barrels weg und machen da auch gleich mal das Loch zu. Ja, was mache ich mit denen am besten? Das ist jetzt gut. Also ich muss das Ganze dann hier außerhalb der Aufnahmezeit am besten nochmal ein bisschen durchstrukturieren, wie ich mir das am besten alles hinsetze. Weil wenn ich die jetzt abbaue, habe ich hier einen kleinen Durchgang. Da ist die Turtle mit dem Wasser. Was natürlich auch nicht so... Ach, komm. Weg das Zeug. Ich muss es eh abbauen, umbauen, wegbauen oder wie auch immer. Ja, die Life Essence hier werde ich auch tonnenweise demnächst benötigen für Spawner und Co. Und wenn ich die dann aufbaue, wird natürlich hier Mine Factory Reloaded diese Mob Essence hier brauchen, um Endermans und Co. spawnen zu lassen. Und da muss ich nochmal gucken, wie ich das am geschicktesten anstelle. Aber hier läuft ja die ganze Zeit das Zeug durch. Da muss ich mir dann auch nochmal eine Automatisierung ausdenken, wie ich das am geschicktesten... Nö, muss ich eigentlich nicht. Wenn ich ein Assembly Chamber habe, hat sich das ja eigentlich erledigt. Dann kann ich ja das Cobble direkt in Compressed und hast du nicht gesehen umwandeln und dann hat sich das natürlich da damit komplett. Ja. Erledigt. Und platzsparend eingerichtet. So. Aber wie gesagt, also das muss hier auf jeden Fall alles noch ein bisschen umgebaut werden. Das ist nicht mein Style, wie ich hier eigentlich arbeite. Und ich sehe auch gerade, wir haben schon wieder 15 Minuten auf dem Tacho. Und von daher, ich werde mir jetzt hier außerhalb der Aufnahmezeit noch ein bisschen den Kopf machen, wie ich das am besten hier aufbaue. Und dann fangen wir definitiv in den nächsten Folgen damit an. Und ja,
Bis dahin, Daumen hoch, wem es gefallen hat, Daumen runter, wem nicht. Aber dann bitte mit Kommentar, warum, weshalb und wieso. Nur so kann ich mich verbessern. Ihr habt euren Spaß da dabei. Und wir sehen uns dann in einer der nächsten Folgen. Und abonnieren nicht vergessen. Bis demnächst. Ciao, ciao.